Habe die Ehre, Freunde der guten Unterhaltung. Herzlich zurück bei Factorio. Wir spielen jetzt noch in derselben Aufnahmesession wie die letzten Aufnahmen. Und ich fahre jetzt nochmal fort. Das wird heute die letzte Aufnahme sein. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Das ist jetzt nur ein paar Minuten her. Wie immer. Ich weiß noch, ich wollte vorher die Eisenproduktion verbessern mit diesen Lichtbogenöfen. Dann haben wir noch nicht die Lichtbogenöfen, die Laser haben wir vorhin gebaut, weil die Angriffe immer mehr wurden. Das hoffe ich damit gelöst zu haben. Und jetzt schaue ich gerade, wo dieser Lichtbogenofen ist. Hier ist er. Ich brauche Stahlträger. Schauen wir mal, was wir hier im Angebot haben. 6. Wie viel brauchen wir? 15. Brauchen wir noch einige. Sollte bald soweit sein. Ja, zwei haben wir noch. So, zwei fehlen noch. Ja, weil der eine Eisenerzförderer, der wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Deswegen bauen wir doch hier gleich noch einen zweiten. Vier Türme sind in einen Kampf verwickelt. So gutes Zeichen, wenn es nicht die Wand angreifen. Ah, du kriegst Nummer 5. Schrotmunition, die kriegst hier. Die laufen immer hier runter. So, heißen 4 Türme 1, 2, 3. Ah. Ja, das ist gut so. Das ist gut. Gut, gut, gut. Als nächstes gibt's. Was kann ich mit dem machen? Mit der fortgeschrittenen Elektrotechnik, Robotertechnik, Effizienzübertragung, Raketensilo. Mach das mal einfach mal schneller. Damit können wir jetzt halt noch den Lichtbogenofen hier bauen. Außerdem brauche ich noch einen solchen und einen solchen. Der eine geht hier rüber. Ist ein bisschen nervig, wenn man die zwei hintereinander baut, dann nur den einen, um den anderen zu bauen. Sieht gut aus, oder? Ja, das sieht gut aus. Damit sollte hier auch genügend ankommen, hier hinten, dass wir noch mehr von den Stahlträger bauen können.
damit wiederum mehr von den Lichtbogen üben. So, die haben noch recht viel Vorkommen. Jetzt müssen wir uns eher wegen dem Kupfer Sorgen machen. Weil da ist nicht mehr so viel da. Man sieht schon auch, im Untergrund ist nicht mehr so viel da. 3000, 1000, ja gut. Ist an sich schon noch genügend. So, Automatisierung, das haben wir vorhin schon durchgelesen. Stromnetz. Nee. Damit können wir Zughaltestelle und Güterwaggon machen. Ja, die brauchen wir eigentlich schon, die Güterwaggons. Aber wir machen noch die Schadenserhöhung. Die können wir immer brauchen. Mehr Schaden. Jetzt füllt sich das ja mit dem Eisen. Das ist gut. Das ist gut. So mag ich das. Die sind ein bisschen schneller wie die hier. So, jetzt schauen wir mal noch schnell, wie wir diese Effizienzmodule bauen. Also wir brauchen nur grüne und rote. Von den roten haben wir ja genügend. Wenn ich einfach die hier absammle und die hier, können wir einfach mal 7 hier bauen. Und mal das Ganze hier ein bisschen aufpeppen. Ich glaube, das ist eigentlich der falsche, und dann muss ich die hier rein und der läuft durchgehend. Wie es hier ausgeht. Na halt, hier freut mich keine drin. Weil von den roten haben wir ja gefunden. Das sind die hier. Die hier, die schneller sein müssen. Ja, und damit kommen wir dann in die Zwickmühle mit dem Eisen. Das wird jetzt noch schneller verbraucht. Oh, wir sind jetzt von unten angegriffen worden. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Und ich habe keine Reparaturkits mehr. Die bauen wir so schnell nach. Das heißt jetzt im Süden, wenn man das so nennen kann, müssen wir uns jetzt auch mal ein bisschen die Verteidigung aufbauen. Dazu hole ich jetzt mal die hier, die Ziegelsteine, und mach mal da einige Mauern, also 100. Mich wundert es nur, dass die jetzt hier überall vorbeigelaufen sind.
und einfach mal bloß da oben das attackiert haben. Erst nochmal mit dem Strom. Hier sieht man die Peaks von der vom Laserturm. Und das hat dann unser Akku, soweit wie er konnte, auffangen. So, als nächstes erforschen wir Schadenserhöhung 2. Militär 2, das machen wir jetzt erstmal. Weit gehen wir hier rüber? Mal bis hierhin und von hier nach unten. Sehen wir schon unten die Maya. Gut, dann gehen wir noch mal von oben nach unten. Einfach durch dieses tote Holz durch. Glaube, da geben wir noch ein paar in Auftrag, weil es wird nicht reichen. Pyrotechnik, Raketentechnik, Flammenwerfer. Ja, das ist das Nächste, das wollen wir machen. So, dann sind wir jetzt hier gleich zugemauert. Das ist gut. Ich glaube, das begradigt hier noch ein bisschen. So, eins nach dem anderen einfach mal weg. Wenn das nicht so lange dauern würde. Also nochmal hier nach links rüber. Gut. Hier kommen wir nicht durch. Mist. Muss ich halt hier außen rumlaufen. Komme ich auch nicht durch. Weil ich glaube, hier drüben, da war noch nicht alles dicht. Genau. Da haben wir nämlich aufgemacht gehabt für die zweite Pumpe hier. Strom sieht gut aus. Wir müssen jetzt noch mal ein paar von den Akkus machen. Brauchen wir Eisenplatten. Sollten wir jetzt aber eigentlich genügend haben. Ja. Es wird jetzt unten im Süden die Mauer angegriffen. Das soll aber nicht so sein. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo sie angreifen. Und da
Was war das jetzt? Ja, ich hätte mir gedacht, die hätten noch so einen Turm in der Tasche. Aber habe ich leider doch nicht. Dann hole ich jetzt noch einen schnell von unten, von oben und holen runter. Und zwar, dann nehmen wir jetzt einfach mal hier einen von den zwei. Und auf dem Weg baue ich noch die vier Munition. So, und wenn ich die dann hier unten aufgestellt habe, machen wir auch für heute Schluss. Legen wir hier noch Munition rein. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus und für gut.